Hier. Moin, im folgenden Video zeige ich euch, wie ich meinen neuen Mac Pro auspacke und den ersten Eindruck. Zunächst mal kommt mein Mac Pro hier in einer Standardverpackung. Ja, relativ schwer das Ganze, aber ganz so Standard ist die Verpackung nicht. Hier oben seht ihr nämlich die Lasche, die ganz einfach zu öffnen ist, wie man das von Apple-Produkten schon kennt. Das heißt, selbst die Umverpackung ist ziemlich Apple-like. Drin findet sich die Mac Pro Verpackung in einer Plastiktüte in Schwarz gehalten wie das Gerät selber. Auf der Verpackung ist der Mac Pro abgebildet, Apple-typisch, schick gestaltet. In meinem Fall ist das der Mac Pro mit dem 3,5 GHz 6-Core mit 12 MB Level 3-Cache. Dann habe ich 16 GB, also 4x4 GB Arbeitsspeicher mir bestellt. Ich habe es bei 256 GB PCIe Flash-basiertem Speicher gelassen, denn das werdet ihr gleich noch sehen, das kann ich im Nachhinein zu günstigeren Preisen noch aufrüsten. Und ich habe es für meine Zwecke bei zwei AMD FirePro D300 Grafikkarten mit je 2 GB Speicher belassen. Viel mehr habe ich da nicht gemacht, für meine Zwecke reicht das Ganze aus, und auch bei dieser Verpackung finden wir oben eine Lasche, die schon fast der Umverpackung gleicht, ich ziehe das Ganze einmal zur Seite ab und finde innen erstmal ein großes Stück Styropor. Ihr seht schon, das ist natürlich um den Mac Pro hier ziemlich gut herumgebastelt. War ja gut, war nicht anders zu erwarten. Dann kommt der Mac Pro mit der Schutzfolie rum. Den kann ich ganz einfach herausholen, indem ich so reingreife. Und das Gerät ist für die Größe ziemlich schwer beim Herausholen. Ich wiege das Ganze mal und ihr seht schon, was mein Mac Pro hier auf die Waage bringt. Dazu aber später mehr. In der Verpackung finde ich nochmal ein Stück Styropor und das Stromkabel, was hier ziemlich schick aufgerollt ist. Na gut, das kennen wir ja von Apple. Verpacken, das können sie und das haben sie beim Mac Pro natürlich auch gemacht. Was finde ich noch in meiner Verpackung? Hier oben an der Lasche, ziemlich genial verpackt, wie ich finde, ist einmal die Beschreibung. Was finde ich da noch drin? Ja, schwarze Apple-Aufkleber. Das kannte ich bisher auch noch nicht. Die sind in der Vergangenheit ja immer weiß gewesen. Und hier bei Mac Pro jetzt sind schwarz. Ich kann mir vorstellen, dass die ziemlich zum Objekt der Begierde werden. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Das war es auch schon in der Verpackung. Jetzt mal zu meinem Mac Pro. Wie üblich bei Apple, das Gerät in Plastik umhüllt mit einer Lasche, um den Schutz einfach zu entfernen. Ich ziehe das mal ganz vorsichtig nach unten und befreie meinen Mac Pro hier von dem Plastik. Und ihr seht schon, es ist vielleicht nicht ganz so schwarz, wie es jetzt bei Apple hier auf der Webseite propagiert wird. Aber das zeige ich euch später in anderem Licht nochmal mehr. Es ist so eine Art ja, glänzendes Schwarz, würde ich fast sagen. Ähm, hat mit dem, mit dem Space Gray wenig zu tun, würde ich behaupten. Es ist naja, eine ganz spezielle Farbe von dem Mac Pro Gehäuse hier. Um den Mac Pro finden wir relativ wenig. Vorne finden wir gar nichts, wenn man davon von vorne sprechen kann. Und hinten finden sich einmal die Ports. Das ist einmal der kombinierte optisch-digitale Audioausgang bzw. analoge Kopfhörerausgang und auch gleichzeitig mit Headset-Unterstützung. Dann habe ich vier USB-3-Anschlüsse, sechs Thunderbolt-2-Anschlüsse, zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, ein HDMI 1.4 Ultra-HD-Anschluss, den Stromanschluss und den Ein- und Ausschalter. Links daneben finde ich noch den Schalter zum Entriegeln, damit ich das Gehäuse abnehmen kann. Und das einzige Apple-Logo findet sich hier oberhalb der Anschlüsse. Unten beim Mac, wenn er hier so steht, seht ihr die Lüftungsschlitze. Da wird die kalte Luft angesaugt und es ist nicht nur so, dass warme Luft nach oben steigt, sondern da ist auch zusätzlich noch ein... Sehr sehr leiser Lüfter drin. Zeige euch aber gleich noch mehr dazu. Oben kommt die Luft selbstverständlich dann warm heraus. Auf der Unterseite finden wir noch den Schriftzug "designed by Apple in California" und diesmal auch assembled in the USA. Das heißt, er wurde nicht nur in den USA designt, sondern diesmal auch in den USA hergestellt. Aber das ist nichts Neues, was ich euch da erzähle. Das war vorher schon bekannt. Noch die üblichen anderen Dinge, die Apple auf die Geräte aufdrucken muss. Mehr findet sich hier nicht. Unten noch so ein Gummifuß, würde ich mal behaupten, damit der Mac Pro relativ sicher steht. Drehen lässt er sich dennoch. Jetzt möchte ich den Mac Pro einmal öffnen. Dazu schiebe ich den Regler einmal nach rechts. Und ihr seht schon, jetzt zeigt das Schlosssymbol offen an. Und ich kann das Gehäuse einmal nach oben wegziehen. Und ihr hört schon, ich mache das mal ein bisschen lauter, beim Wegziehen, das Geräusch kommt sicherlich bekannt vor, wenn ihr Star Wars gesehen habt, als Darth Vader den Helm abnimmt. Das klingt fast ein bisschen ähnlich, haben andere Kollegen auf YouTube ja auch schon gesagt bzw. gezeigt in ihren Unboxing-Videos. Das Gehäuse besteht aus Metall. Ich klopfe da mal dagegen. Ihr hört schon, das ist wirklich richtig. Stabiles Metall, auch innen sehr stabil gebaut, sehr wertig gebaut, wenn ihr mal drauf achtet, die Schrauben beispielsweise sind hier in der Farbe gehalten, wie der gesamte Mac Pro ist es alles wie bei Apple eigentlich üblich darauf ausgelegt, dass der Mac Pro sehr vom Design her durchgestylt ist, wie fast jedes Apple-Produkt würde ich mal behaupten. Oben, oberhalb des Lüfters, das ist ein Plastikteil im Übrigen und das ist Absicht, warum das Plastik ist. Dahinter befinden sich nämlich die Antennen. Wer das Teller auf iFixit gesehen hat, der weiß, wie es darunter aussieht. Wie gesagt, da sind die Antennen für Wi-Fi und für Bluetooth drin. Wenn wir den Mac Pro jetzt von innen mal ansehen, dann seht ihr auf der linken Seite kommt zuerst Einmal der Arbeitsspeicher und auch hier achtet mal auf die Rückseite von dem Arbeitsspeicher. Der ist absichtlich in der Farbe des Mac Pros gehalten. Auch hier hat Apple wieder darauf geachtet, dass das Design rundum stimmig ist und selbst beim Arbeitsspeicher auf der Rückseite ist nichts zu sehen, außer die Farbe vom Mac Pro. Anschließend kommt die erste Grafikkarte. In meinem Fall ist das die kleinste mit meiner 256 GB PCIe angebundenen SSD. Anschließend kommt die zweite Grafikkarte und noch einmal der Arbeitsspeicher. Der lässt sich übrigens ganz leicht erweitern, ich zeige ich euch in einem anderen Video. Genau wie das funktioniert und noch ein paar Details dazu. Hinter den Anschlüssen befindet sich dann der Prozessor. In der Mitte findet sich dann das Metall für die Abwärme, wo beide Grafikkarten und auch der Prozessor, die CPU, die Wärme abgeben. Ob das reicht und ob das Netzteil, was zwischen den Anschlüssen und der CPU hier verbaut ist, die Wärme abführen kann, zeige ich euch in einem weiteren Video, in einem Stresstest sozusagen, wie warm das wird und wie laut der Mac Pro hier wird. Wenn man mal hier drauf achtet, von dem Gehäuse hier finden sich Gummilaschen um den Mac Pro relativ dicht zu bekommen, was auch beim Anheben des Gehäuses übrigens dieses, ich nenne es mal Darth Vader Geräusch, verursacht. Das ist einfach dafür da, dass die Luft definitiv von unten abgesaugt wird und keine in Anführungsstrichen falschen Wege durch den Mac Pro, durch das ganze Gehäuse, durch die Hardware geht, sondern den von Apple vorbestimmten Weg. Um die maximale Kühlung der Hardware bei möglichst geringem Aufwand zu gewährleisten. Zudem hat das Ganze vermutlich noch die Eigenschaft der Dämmung. Das heißt, es soll nicht vibrieren. Und das Einzige, was hier Vibrationen verursachen könnte, ist auch der Lüfter. Inwiefern das wirklich etwas ausmacht, das kann ich nach einer Zeit der Nutzung des Mac Pro genauer sagen. Einige Teardowns sagen ja, dass der Prozessor getauscht werden kann. Soweit möchte ich jetzt erstmal nicht gehen, das wird sich im nächsten halben Jahr bzw. in den nächsten Monaten herauskristallisieren. Interessant wäre es in der Tat, denn so könnte man erheblich Geld sparen und das kleinste Modell nehmen und ganz Easy auf den größten Prozessor upgraden. Aber wie gesagt, dazu mehr in den nächsten Monaten. Verschließen lässt sich der Mac Pro ebenfalls so einfach, wie er sich öffnen lassen hat. Ich packe das Gehäuse hier einmal drauf, führe es nach unten mit einem kleinen Klack und verschließe diesen Schalter hier. Und schon ist der Mac Pro wieder zusammengebaut. Übrigens lässt er sich nicht betreiben. Wenn das Gehäuse abgenommen ist, dann funktioniert es nämlich nicht, ausschließlich wenn er geschlossen ist und der Magnetschalter hier auch das Schlosssymbol als verschlossen anzeigt. Um mal ein paar Größenvergleiche von dem Mac Pro hier zu machen. Ihr seht einmal meinen Mac Pro, daneben ein iPhone 5S als kleinen Größenvergleich. Dann packe ich jetzt mal ein iPad Mini daneben. Ihr seht schon, so riesig ist der Mac Pro gar nicht. Ja gut, das Vorgängermodell war natürlich riesig, aber jetzt mal, um den Größenvergleich zu bekommen. Und hier auch mein iPad Air neben dem Mac Pro. Fast so groß, fast gleich groß, nicht ganz, aber das iPad Air natürlich breiter als mein Mac Pro. Wie schon von den iMacs bekannt, der Stromstecker lässt sich plan in das Gerät einstecken. Nichts anderes hier beim Mac Pro. Allerdings ist das Kabel, wie das Gerät selber, natürlich in Schwarz gehalten. Und was ihr sicherlich schon gesehen habt, wenn ich meinen Mac Pro bewege, dann gehen hier hinten an den Ports die Lichter an, um mir eben zu zeigen, wo ich was einstecken kann, falls ich das tatsächlich mal im Dunkeln machen sollte oder wie auch immer. Ist ein nettes Gimmick, sieht ganz nett aus. Ich bewege den Mac, zack, gehen die Lichter an und ich warte einen kurzen Moment und schon gehen die lichter wieder aus das also wenn ich den mac pro bewege dann schließe ich mein mac pro an mein cinema display an ich habe noch kein thunderbolt display funktioniert aber genauso gut und schalte ihn mal an um zu sehen wie schnell er denn jetzt beim ersten boot startet ihr seht schon erwartungsgemäß ziemlich fix das ganze ich werde jetzt rangehen und meine daten übernehmen auf meinen Mac Pro aus meinem Time Machine Backup und in den nächsten Videos dann einen Stresstest, einmal die Benchmarks und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in meinen Kanal schaut. Dort findet ihr über 300 weitere Videos rund ums Thema Mac, Apple und Tutorials, auch auf meiner Webseite www.idomix.de findet ihr zusätzliche Inhalte. Über ein Abo freue ich mich natürlich immer, dann bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand meiner Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet und auf Facebook, auf Twitter und auf Google Plus teilen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.